Hallo und herzlich willkommen zurück zu Lost Ark. Ja, in der letzten Folge haben wir ja den Brüdern geholfen, beziehungsweise ich glaube in der letzten Folge dann nicht mehr, sondern dann haben wir noch die Quests weitergemacht. Und genau das haben wir jetzt auch vor. Ich soll allerdings erstmal zum Schüler des Barden gehen. Ich bin nur gerade am Überlegen. Die Quest daneben ist quasi die letzte, die es hier gibt. Und hier unten haben wir noch Untersuche das Monument. Die Geschichte, die jeder kannte. Dann würde ich nämlich sagen, dass wir erstmal nach dem Ausrufezeichen gucken, die kleinen Quests noch schnell mitnehmen und dann mit der großen Quest weitermachen. Entschuldigung, bist du nicht Mondgöttin? Du bist der Freund seiner Majestät. Ich kann kaum glauben, dass eine Ritterin wie du in dieses winzige Dorf kommt. Du bist wegen der Weltenernte hier, nicht wahr? Mein Ehemann ist auf ihre leeren Versprechungen hereingefallen, ob er wohl jemals zu mir zurückkehren wird? Ich möchte das Haus verzieren, sodass es schon von Weitem zu sehen ist. Würden Kürbislaternen dabei helfen? Wenn mein Mann das Licht sieht, vielleicht kommt er dann ja zurück. Ist er tot oder wieso? Es ist nur so, dass die Kürbisse so schwer sind. Ich kann sie nicht heben. Könntest du wohl ein paar zum Vorplatz schaffen und sie dann verzieren? Klar. Ja, ein paar zum Vorplatz schaffen, aber wo liegt die jetzt her? Moment. Transport der Kürbisse 4. Müssen wir die jetzt. Ja. Okay, wir müssen die von hier holen und werden auch direkt schon wieder angegriffen. Ich drücke auch schon direkt wieder die falsche Taste. Es war so klar. So, einmal Kürbis. Wie viel brauchen wir denn? Wie war das nochmal? Wie kann ich das ablegen? Ah, ich hab's vergessen. Leute, nicht mit G. Nein, 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 das war automatisches Laufen. Ach, wieso können die das nicht einfach nochmal reinschreiben? Moment, mit R, glaube ich, oder? Fallen lassen. Ah, ja, okay. Achso, das ist die Verzierung, okay. Achso, mehr brauche ich gar nicht, nur einen. Perfekt. Danke für deine Hilfe. Ich hoffe, mein Mann kehrt bald zurück. Ja, das hoffe ich auch. Mein Ehemann ging voller Verzweiflung, nachdem unsere Kürbissaat gestohlen wurde. Er verfiel in eine tiefe Depression und sagte, ohne Saat für die Bepflanzung wären die Bauern so gut wie tot. Vielleicht würde er zurückkehren, wenn ich etwas Saat hätte. Ich hörte, die Weltenernte transportiert heimlich Saat. Es heißt, es sei ein Geschenk vom Gesandten von Scherichts Armee. Es ist nicht so, als könnten wir sie selbst holen. Wir sind nur Bauern. Das heißt, dann nehme ich mal an, dass ich die holen soll, oder? Kann man mir ja auch sagen, ne? Finde Saat auf dem Überreste-Sammelplatz. Okay, da müssen wir sowieso hin in die Richtung. Von daher ist das okay. Da haben wir noch einen. Nein, lauf hin und hacke einen Baum. So, das wollte ich eigentlich gesagt haben. Ich höre die Viecher schon wieder grunzen hier. Kommt mir nicht zu nah. Ich bin gerade am Baum fällen. So, dann schauen wir mal. Oh, sind wir. Oh, tschüss. Ich wollte hier gar nicht mit. Oh nein. Oh Leute, ernsthaft. Ein ganz normaler Mensch versammelte diese Helden zur Rettung der Welt. Das Schicksal der Welt hing von dem Können der Person ab, die die Sternenboten anführte. Sein Name war Lutera. Lutera. Genauso wie die Burg. Okay. Finde Saat. Ah, hier ist ein bisschen Saat. Ich drücke die ganze Zeit auf den falschen.
will hier hin. Geht doch. So. Irgendwo hier? Da. Samen, Kürbissaat. Oh, vielen Dank. Ich dachte, wir müssten verhungern. Du hast unser Dorf gerettet. Ich gehe besser direkt nach Hause. Ja, das ist auch besser. Da wartet deine Frau auf dich. Tschüss. So, wir haben jetzt noch ein Fragezeichen. Na toll, ich dachte, das wäre jetzt alles. Weil ich würde gerne nämlich die Fragezeichen erstmal abarbeiten. Oh. Ja, es war ja wieder klar. Nee, hier nicht. Du bist den Spuren von Erinnerungen gefolgt, die im Laufe der Zeit verblassten. Nun könntest du mir sagen, wem dieses Monument geweiht wurde? Lutera. Das stimmt. Es ist dem ersten Stern der Sternenboten und dem Begründer von Lutera geweiht. Er war ein einfacher Ritter, dem es gelang, die sterbliche Welt zu retten. Ist das nicht beeindruckend? Ha, da du meine kleine Fragestunde korrekt beantworten konntest, gebe ich dir das Geschenk des Baden. Stein der Bindung. Oh, ich dachte, ich kriege jetzt ein neues Lied oder irgendwas. Na gut, dann halt nicht. Okay, dann können wir aber auf jeden Fall schon mal... Eigentlich haben wir ja zwei Sachen, ne? Nee, das war jetzt diese Sache mit der Lordschaft. Aber dann machen wir mit der Hauptgeschichte auf jeden Fall erstmal weiter. Es tut mir leid, es tut mir leid. Muss ich nochmal kurz mitnehmen. Ist aber auch ätzend, wenn man einfach irgendwo hinreiten möchte und sich dann plötzlich irgendwo so ein Baum in den Weg stellt. Ja, und wir haben einen Stufenaufstieg. Das ist etwas sehr Positives, weil das wollen wir ja. Ich weiß gar nicht, wie viele Stufen man überhaupt haben konnte. Guten Tag, da gibt es nochmal ein kleines Bäumchen. Es tut mir leid, aber darauf müssen wir noch kurz warten. Wir können natürlich auch das ganze Let's Play über eine Bäume fällen, aber ich glaube, das würde euch nicht gefallen. Hier sind wir wieder. Genau. Ach ja, da war der Typ. Jetzt weiß ich es auch wieder. Du suchst meinen Lehrer? Oh, leider passt das gerade gar nicht gut. Unser Dorf wird von einer Banditenhorde geplagt, die sich die Weltenernte nennt. Wegen Anstiftern, die sagten, man müsste Tyrannei mit Gewalt begegnen, haben unzählige Dorfbewohner ihr Heim verlassen. Mein Lehrer sagte mir, ich könnte nicht zurückkehren, bis ich die Anstifter aus dem Dorf vertrieben habe. Doch ich weiß nur, wie man singt. Wie soll ich die bitte vertreiben? Naja, wenn du Trobadix wirst. Mein Lehrer sagte... Achso, nee, das ist das Gleiche. Bestrafe die Anstifter der Weltenernte. Was heißt hier bestrafen? Abgesehen davon, warum stehe ich jetzt hier schon wieder auf Ernten? Hallöchen! Die Weltenernte sollte der Monarchie den Ärger des gewöhnlichen Volks vor Augen führen und eine uns wohlgesinnte Nation errichten. Aha. Alle, die uns beistehen, sollen zum Sammelplatz westlich der Farm kommen. Krönen wir unseren neuen König mit eigenen Händen. Noch was? Seh, wie sie laufen. Ha! Hey, was ist das? Die Weltenernte tut sich mit den Überbleibseln Scherichs zusammen? Unfassbar. Es ist ihretwegen, dass wir so leiden mussten. Wir werden diese korrupte Weltenernte nicht länger dulden. Bitte übe Vergeltung an den stellvertretenden Anführern der Weltenernte Drowin und Tyler und berichte Noel davon. Ich bin mir sicher, er wird hoch erfreut sein. Ja, auch da unten schon wieder. Okay, keine Sorge, diesmal reite ich nicht am Baumstamm vorbei. Sondern ich... Ja, wie mache ich das denn am besten? Ich glaube von hier aus. Ich muss sowieso durch die ganze Truppe durch, ne? Ich jetzt so oder so laufe.
Tyler und wie hieß der? Drovin. Oh, hier ist noch eine Quest. Hier ist noch eine Quest. Muss ich euch jetzt kaputt machen? Ich bin mir gar nicht sicher. Oh, ich drücke schon wieder die falschen Tasten. Hallo. So, aber ich denke mal, hier oben wird er sein, oder? Die Schere rechts am Nähen. Fertig. Achso, doch, da müsste ich. Okay. So, besiege den Abgesandten von Schere rechts am Nähen. Der sollte aber irgendwo hier sein, denke ich mal. Jetzt hat sich die Welten ernst. Hey, dass ich ihn angreife. Jetzt hat sich die Welten erfüllt. Hallo, das war... Hallo, heilst du mich mal? Wäre schön, wenn du auch ausweist und nicht nur so tust, als ob du ausweist. Jetzt hat sich die Weltenernte uns angeschlossen. Wenn ich das Ding bei mir hin anvisiere, kommt das immer woanders hin. Das ist doch. Hallo, du sollst ausweichen und dich heilen. Mehr sollst du nicht machen, Mädel. Die Heilung ist noch nicht bereit. Was soll das? Jetzt hat sich die Weltenernte entschlossen. Habe ich den einen Typ jetzt schon? Ne, das ist der hier, ne? Boah, lass mich bloß nicht mal drücken, wenn ich bei dir in der Nähe bin. Echt? Boah, ist der nervig gewesen. Hey, wer ist da? Ne, das war jetzt aber ein Lutscher. Jetzt hat sich die Weltenernte uns angeschlossen. Nochmal? Ich muss hier aber nichts mehr machen, oder? Moment, ich muss jetzt nach oben. Wieso kam der denn jetzt immer wieder? Ich habe es irgendwie nicht verstanden. Besiege Thylo. Der. Ja. Jetzt nehmen wir auch das Richtige an. Thylo dürfte rechts sein.
auch nicht. Niemand, der es liest irgendwie. Ach, da ist der Thylo. Ah, ich hab ihn gesehen. So. Wir müssen jetzt aber erstmal weg hier. So, das war Thylo. Jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt können wir eigentlich weg. Das Problem ist nur... Ja doch, jetzt können wir wieder reiten. Okay. Ich würde jetzt gerne erstmal hier weg. Damit ich ein bisschen geschützter bin. So, ich schätze mal, dass die jetzt eigentlich nicht mehr nachkommen durften. Ich habe es irgendwie gar nicht verstanden. Der unten, der kam so schnell wieder. Ich dachte, ich muss den immer noch besiegen. Oder die ganzen Leute hier. Aber nö, scheinbar nicht. Okay, dann gehen wir jetzt wieder runter. Nachdem wir mal kurz verschnaufen durften. Mit wunderschöner Musik im Hintergrund einer Badin. Beziehungsweise wunderschöner Musik einer Badin im Hintergrund. Oh, ihr könnt mich mal... Ich sollte nach Hause gehen. Auch ich kann nicht allzu... Leute, ernsthaft. Mein Gott, kann man sich hier nicht einmal in Ruhe auf die Quest konzentrieren? Noch jemand? Danke. Ja, er sollte nach Hause gehen, hat er schon gesagt. Auch ich kann nicht alleine zurückgehen. Es gibt andere verzauberte Bauern, die auf die Lügen der Weltenernte hereingefallen sind. Wenn du sie siehst, sage ihnen bitte, dass ich mit ihnen von vorne beginnen möchte und neue Saat in unserem verbrannten Land ausbringen will. Okay. Ah! Ernsthaft jetzt? Getäuschter Bauer? Wie viele muss ich denn hier machen? Überzeuge den Bauern. Überzeuge zwei Bauern. Okay, das ist ja nicht so viel. Ich hoffe, dass ich die so überzeugen kann, ohne dass ich hier angegriffen werde. Okay. Sehr schön. Dann können wir jetzt wieder zurückreiten. Wir nehmen natürlich immer die... Route, die am gefährlichsten ist. Ich weiß nicht, warum ich hier immer wieder durchhalte. So. Ich will so nicht mehr leben. Dann änder was. Was? Die Bauern kehren nach Hause zurück? Was für tolle Neuigkeiten. Dankeschön. Man kann nie zu vorsichtig sein. Hüte dich davor, den Lügen verschlagener Bösewichter auf dem Leim zu gehen. Und vergiss nicht eure Familie. Ja, ich würde sagen, das sind doch sehr schöne abschließende Worte. Wieso ist... Achso, einstiges Weltenernte-Mitglied. Okay, der ist auf jeden Fall grün. Der sollte mich normalerweise nicht angreifen. Okay. Das wird auf jeden Fall noch lustig werden. Ich denke, das können wir am besten noch in diese Folge mit reinnehmen. Ich hoffe, dass das jetzt nicht zu lange geht. Was? Ich höre dich nicht. Ja, dann mach doch mal das Ding vom Kopf ab. Was willst du mit dem alten Mann? Was geht dich das an? Das Gehör des Herrn ist nicht mehr, was es einmal war. Mit Worten wirst du ihn nicht erreichen. Was? Warte, du hast die Stellvertreter der Weltenernte besiegt? Bei den Göttern. Bedeutet das, dass die Weltenernte erledigt ist? Du bist ja doll. Ich bin mir sicher, der alte Mann wäre ebenfalls froh, dies zu hören. Hier, nimm dies. Gehe zu dem Schreibtisch dort drüben und schreibe nieder, was du Noel sagen möchtest. Okay. Welchen Schreibtisch? Achso, rechts. Weltenernte? Ein Bauer sollte ehrliche Arbeit verrichten. Ja, ja, darum geht's ja, Kleiner. Hallo, bleib mal da, wo ich hinklicke. Noel, sieh. Du schon wieder? Was machst du hier? Was willst du mir sagen? Du hast die Stellvertreter der Weltenernte bezwungen. Unglaublich. Alles klar. Du kennst nicht zufällig den ganzen Text, oder?
Dieses Lied beschreibt, wie man zum Grab des Königs kommt. Ah, ich kenne den Rest des Textes. Dieses Lied kann nicht jeder einfach so singen, selbst wenn man den Text kennt. Einzig Lento bei der Versammlungshalle der Dämmerung kennt die Melodie. Hier, bring dies zu Bade Lento. Er wird es verstehen. Denk nicht einmal daran, es selbst zu öffnen. Es ist in Blindenschrift. Du kannst es ohnehin nicht lesen. Na, clever. Also, die Sache mit der Blindenschrift, genau. Ah, okay. Dann gehen wir nochmal eben zum Baden. Ein paar Minütchen haben wir ja noch. Gehen wir da oben hin in der Hoffnung. Nein, diesmal nehmen wir jetzt nicht den... da müssen wir auch durch, weil der wieder irgend so ein idiotisches Event ist. Hallo, bist du der Bade? Jetzt lauf doch nicht immer weiter. Hä? Wer bist du? Meine Augen sind nicht mehr besonders gut. Ich weiß nicht, wer du bist. Noel hat dir aufgetragen, mir etwas zu bringen. Hier, gib es mir. Ah, das Lied über das Grab des Königs. Ja, ich kenne die Melodie zu diesem Lied. Jedoch sagt Noel, es sei meine Entscheidung, ob ich dir die Melodie beibringe. Nun, ich sehe keinen Grund, warum nicht. Doch bevor ich das tue, möchte ich dich um einen Gefallen bitten. Ich möchte wirklich gerne die Freude unseres Volkes erleben. Denn hier gerade ist es ständig traurig. Wenn du helfen kannst, ihnen Freude zu bringen, sage ich dir alles, was ich über das Grab des Königs weiß. Ja, wie soll ich denen Freude bringen? Sag mir das mal. Zeige Thyrains Erklärung dem Ansager. Okay. Und dann bringe ich damit Freude, oder wie? Also in dem Fall habe ich auch nicht so ganz verstanden. Wie es scheint, kehrt so langsam wieder Ruhe ein. Der Krieg ist endlich vorbei. Gibt es gute Nachrichten? Oh, wer bist du? Möchtest du die Erklärung seiner Majestät Thyrain verbreiten? Was besagt sie? Oh, wow. Das sind tolle Neuigkeiten. Überlass das nur mir. Versammelt euch! Ich werde jetzt König Tyrains Worte verkünden. Die Tyrannei des Regenten-Gericht ist vorbei. Ich, Thyrain, erkläre als König von Luterra, dass die Bewohner Luterras die zu Unrecht beschlagnahmten Reichtümer zurückerhalten sollen. Stolze Männer und Frauen von Luterra, niederträchtige Betrüger wie Schericht, werden nie wieder einen Fuß in dieses Königreich setzen. Mögen Stolz und Ehre von Luterra ewig leben. Das verkündet König Thyrain. Aber dreimal er hat seine hoch Stimme auf unseren gut neuen König. Ganz meine Meinung. Hier! Hier! Wie wundervoll. Ich bin hingerissen. Ja, sind wir doch alle. Ach so, ja stimmt. Dadurch sind sie natürlich alle ein bisschen fröhlicher geworden. Ach, das war gar nicht mal so doof, was wir gemacht haben. Imposant. Sehr imposant. Jeder ist wirklich hoch erfreut. Zeit, meinen Teil des Handels einzuhalten. Ich lehre dich das Liedchen, ganz wie versprochen. Vergiss aber nicht, du musst es an einem bestimmten Ort singen. Dieses Lied ist nach einer bestimmten Blume benannt. In der Sprache der Blumen bedeutet sie anbeten und warten. Es heißt, für einen Ritter gäbe es kein höheres Lob als das Geschenk dieser Blume. Was glaubst du, wie die Blume und das Lied heißen? Wenn du glaubst, die Antwort zu kennen, gehe dorthin, wo diese Blumen blühen. Da findest du den letzten Baden, der dich zum Grab des Königs führen wird. Ich habe jetzt kein Wort verstanden. Sonnenblumen, ach, meine Lieblingsblumen. Ja, das ist doch was anderes. Ja, der lernt mich den letzten Teil. Ja, komm, dann gehen wir da ganz schnell, beziehungsweise reiten da ganz schnell mal eben noch hin. Weil ich wollte eigentlich ja die Folge schon beenden. Oh, liebe Wölfe, brave Wölfe. Das waren wirklich brave Wölfe irgendwie. Guten Tag.
Hallöchen. Ah, ich habe dich erwartet. Der Wind hat von dir gekündet. Das Lied, das du gesungen hast, trägt den Titel Lied der Sonnenblume. Es wurde im Gedenken an einen vergangenen Helden verfasst. Es heißt, dieses Lied könnte den hellsten Stern am Himmel erwecken. Es ist in der Dunkelheit zu singen, lockt Monster an, doch es ist der einzige Weg, den Ort zu erreichen, wo das Licht verblieb. Die Sonne wird bald untergehen. Lass mich wissen, wenn du bereit bist. Die Sonne geht unter. Wirst du die Finsternis willkommen heißen? Ich denke zumindest, dass ich hier jetzt zwei verschiedene Folgen draus machen werde. Das sieht groß aus. Was soll ich denn machen? Wo muss ich denn hin? Muss ich hier zu dem... Achso, er ist noch hier. Okay. Du hast eine Fertigkeit. Versteckte Schaden, Feuer. Inferno kann ich im Moment nicht. Was ist denn dieses, was ich da unten rechts drin habe? Das ist das hier. Das war eigentlich auch ziemlich cool. Schnelle Vorbereitung. Zwei Punkte haben wir noch. Die anderen können wir nicht mehr machen, außer die, die wir schon haben. Speichern wir das erstmal. Jo, nehmen wir das mal so. Ich muss dir etwas sagen, bevor ich beginne. Sobald ich mit meiner Kunst beginne, werden jene, die den Schlummer des Königs schützen, uns attackieren. Nur, wenn wir alle Prüfungen bestehen, wird der Ort der letzten Ruhestätte unseres Königs enthüllt werden. Vergiss nicht, du musst diesen Ort bis zum Sonnenaufgang beschützen. Fangen wir an? Nein? Ich kann das Lied aber doch noch gar nicht. Halte die Tonsoldaten zurück, bis zur Dämmerung. Tonsoldaten? Was? Oh, fuck. Okay, das waren jetzt nicht die, die ich jetzt gedacht hatte. Oh fuck, das sind die, die ich gedacht habe. Leute, ist das euer Ernst? Kann mal die Morgendämmerung einsetzen, bitte? Oh fuck. Den muss ich glaube ich gar nicht. Die blendenden Strahlen der Morgendämmerung verbeugen sich, um eurer Ruhestätte zu huldigen, Lutera, unser ewiger König. Die Sonne geht über dem Wald von Lastra auf, dem Ort, an dem unser Held ruht.
Okay, ich gebe zu, ich habe mir das jetzt ein bisschen schwieriger und vor allen Dingen längerfristiger vorgestellt. Die Erde erhörte unseren Ruf. Geh in den Wald von Lastra, dem Land, das die Sonne verehrt. Möge König Lutera über dich wachen. Sonnenblumenerinnerung abgeschlossen. Ja, wo hat er mich jetzt hingeschickt? Sammle das Adlersiegel. Soll das jetzt hier sein? Sammle das Adlersiegel? Bin mir jetzt gerade nicht sicher. Hot-Time-Event. Ach, was interessiert mich ein Event? Also ich bin mir jetzt gerade überhaupt nicht sicher, was die jetzt meinen, was ich jetzt gerade machen muss. Aber bevor ich jetzt hier lange darüber nachdenke, ich hoffe, dass ich jetzt hier nichts verpasse, würde ich nämlich sagen, da wir jetzt doch schon sehr lange dran sind, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und dass wir dann in der nächsten Folge noch oben die Quest machen, die noch übrig ist. Und ja, dann auch mal gucken, wo wir jetzt eigentlich hin müssen. Weil so richtig kann ich das jetzt auch nicht. Wald, ach so, Moment, Wald von Lastra, da hat er auch von gesprochen. Da müssten wir wahrscheinlich dahin gehen. Nur königliches Siegel finde ich komisch, dass da jetzt nichts steht. Ich denke mal, dass wir dann als nächstes in den Wald müssen. Werden wir dann mal schauen. Auf jeden Fall werden wir vorher noch eben die eine Quest machen. Und dann werden wir uns, denke ich mal, auf in den Wald begeben. Ja, danke schön erstmal fürs Zuschauen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.